BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Ein Hauch von Champions League liegt hier noch in der Luft im wunderschönen Signal Iduna Park. Heute geht es aber vor allen Dingen um die Bundesliga. Morgen ist unser Spiel gegen Hertha BSC und hier ist euer Feierabendmagazin. Ein hartes Stück Arbeit. Der BVB steht dank einer Energieleistung im Viertelfinale der Königsklasse. Jetzt wird es Hertha. In Berlin soll Tabellenplatz 3 gefestigt werden. Er ist am härtesten. Abwehrchef Sokratis zu Gast bei Nobby im Studio. Ja, und ich freue mich, dass du mal wieder bei mir bist, Papa. Schön, dass du ins Studio gekommen bist. Ja, wir sehen danke. Die Aufräumarbeiten hier im Stadion vom Mittwochspiel gegen Benfica Lissabon. Die laufen noch. Erzähl mal aus deiner Sicht, wie war das? 4:0 hier im Rückspiel des Achtelfinalspiels. Ja. War ein sehr gutes Spiel für uns. Eine fantastische Atmosphäre von den Leuten. Ja, perfekt. 4-0. Erste 20 Minuten, wir haben sehr gut gemacht, mit viel Energie. Dann war ein bisschen so, aber Ober. Und hat noch Tor gemacht, 2 Tor. Christian auch. Super. Ja, sehr gut. Unvergesslicher Abend, der wird sicherlich in die Geschichtsbücher von Borussia Dortmund eingehen. Schade, dass nicht noch der 5. Treffer gefallen wäre. Dann wäre es wie 1963 gewesen. Nichtsdestotrotz, wir schauen uns natürlich jetzt noch einmal die schönsten Momente dieses historischen Sieges an. Ja, Freude pur. Tolle Bilder. Die könnte ich mir den ganzen Tag angucken, Papa. Das ist schön. Das ist Borussia Dortmund. Jetzt haben wir am Anfang gesehen, die Choreografie, was unsere Jungs auf der Südtribüne sich haben wieder einfallen lassen. Bekommt man das so kurz vorm Spiel noch mit? Bekommt man vielleicht auch eine Gänsehaut, wenn man sieht, dass da 25.000 Leute dran beteiligt sind, etwas ganz Besonderes zu tun? Ja, die Leute, auch die unsere Tribünen helfen so viel. Und wir haben auch gesagt, Smele hat auch gesagt, dass von dem Spiel wir müssen alle zusammen gehen. Für machen einmal so. Und auch die Choreo war unglaublich. Ja, jetzt nochmal aufs Spiel zurückkommen. Du musstest kurz vor Spielende ausgewechselt werden. Ich habe wieder gezuckt und jetzt bitte sag unseren Zuschauern, dass es dir gut geht und dass du morgen spielen kannst. Bitte. Wir müssen ein bisschen warten. Okay, nochmal ein bisschen warten. Ja, ich kann nicht sagen. Ich will spielen, ich will immer spielen. Immer helfen, aber wir haben noch Zeit. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, ja. Wenn du fit bist, das ist gut für die Abwehr. Dreimal in den vergangenen 4 Spielen haben wir 0 gespielt. Ja. Was macht euch im Moment so stabil? Ist das gut, wenn vielleicht in der Defensive nicht so viel getauscht wird? Ja, ich glaube, dass
jetzt, wir haben gespielt, die gleichen Spieler, das, wir haben gespielt 5-6 Spiele zusammen und mit dem gleichen System. Und auch wir haben Spieler wie Marc, Rafa, Christian, das hat verstanden, was die Trainer wollt. Und jetzt weiß jeder, ja, wo er hinlaufen muss. Ja. Und das geht besser. Ich glaube, dass in diesem Moment wir sind sehr gut. Du hast natürlich als Abwehrchef großen Anteil daran, dass es auch hinten so gut läuft. Und unser Papa ist wichtig und ihn zeichnen 3 Gs aus, unseren Griechen, und zwar Grätschen, Gespräche, Gesten. Papa lässt am liebsten Taten sprechen. Griechische Grätschen als Statement. Bei Sokratis holen sich die Gegner reihenweise einen Satz heiße Ohren ab. Aber nicht nur rustikal, auch verbal. Denn man mag es kaum glauben, unser Papa führt eigentlich ganz gerne Gespräche. Mal laut, mal leise. Nicht jeder aber hat Lust auf ein Pläuschchen mit ihm. Und wenn der Abwehrchef mal zum Schweigen verdammt ist, kommuniziert er halt mit großen Gesten. Um das Unschuldslamm zu mimen, aber auch mal Schuld einzugestehen. Um mit seinen Freunden zu feiern, aber auch mal neue Freunde zu gewinnen. Und um den Flieger zu machen. Im Stehen, rückwärts, leider allerdings auch mal vom Platz. Von daher, Papa, wir lieben deine Gespräche, lieben deine Gesten, aber am meisten lieben wir deine Grätschen. Ja, wunderbare Szenen von unserem Papa, deshalb lieben wir ihn ja auch alle so. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Papa, was ist für dich denn schöner? Kopfballtor zu machen oder so eine richtig schöne Grätsche, wie wir gerade eben noch gesehen haben, gegen den Leipziger? Ja, ich glaube, dass meine Arbeit ist die Defensivarbeit. Für Tor, wir haben sehr viel, so viele Spieler wie Marco, Oba und mache sehr gut. Also meine Arbeit ist zum kein Tor lassen. Das ist schön, ein Wegrätschen macht Spaß. Ah, natürlich fair, immer wie du bist, ja, immer fair. Immer eine fair. Fair, ja. Ja, unser Einspieler hat aber auch gezeigt, Papa, dass du sehr kommunikativ bist. Du bist ja mit Gesten mit am Schall Reden. Ist das vielleicht auch dem geschuldet, dass du etwas älter bist und vielleicht auch Verantwortung übernehmen möchtest, den jungen Spieler helfen möchtest? Ja, ich will helfen. Immer, hast du gesehen, ich spreche 10-mal mit Usman, mit Christian. Ja, ich bin so, ne? Ich bin immer zum Spiel so, ich habe so viel Energie und immer ich will helfen meine Mannschaft und die Spieler, ne? Das macht auch Spiele. Spaß mit so Jungs. Ja, oder? Ja, manchmal im Spiel, ich bin ein bisschen am Schimpfen auch schon mal. Aber ein bisschen positiv. Hart, ne? Ja, positiv, aber. Aber du sagst dann auch so, jetzt mach das so. Ja, aber dafür bist du hinten, hast das Spielfeld vor dir und kannst das natürlich viel besser sehen als jeder andere. Ja. Beim letzten Duell gegen den Hertha, da musstest du dich hier ein bisschen früher verabschieden. Das wird aber morgen nicht passieren, ne? Nein, das hat einmal passiert. War nicht gut für mich, meine Reaktion. Du hast dich auch richtig geärgert, ne? Ja, okay, aber auch die Serie kann verstanden, dass nach 120 Minuten... Das ist normal. Ja, das ist, ist nicht normal, aber... Ja. In die Ende war meine Falsch und. Jetzt kannst du ja gegen Lotte nicht spielen. Ja. Das ärgert dich, oder? Ja, aber es ist gut, dass wir spielen gegen Lotte und nicht gegen Bayern oder.
Ja, obwohl das wird sicherlich auch ein spannendes Spiel, aber normalerweise sollten wir ja gegen Lotte gewinnen. Lotte, ja. In der Bundesliga bist du allerdings einsatzbereit und das ist gut so. Es geht gegen Hertha BSC und es ist schwer, gegen Hertha zu spielen. Und das haben die zwei Spiele, die wir inzwischen gegen die Jungs aus Berlin bestritten haben, auch gezeigt. Aller guten Dinge sind drei. Der Fight gegen die Hertha geht in die nächste Runde. Die bisherigen Duelle in dieser Spielzeit. Hitzig, farbenfroh und ohne Gewinner nach 90 Minuten. Beide Male die Torhüter im Mittelpunkt. Jahrstein als Spielverderber in der Hinrunde. Die Antwort von Birki dann im Pokal. Der Triumph im Elfmeterschießen, ein schöner Vorgeschmack. Aber jetzt wird es Zeit für den ersten Sieg in der regulären Spielzeit. Ja, Papa, im Pokal und auch in der Bundesliga nach 90 Minuten stand es 1-1. Was macht es denn so schwer in diesem Jahr gegen Hertha BSC zu gewinnen? Ja, Hertha ist eine sehr gute Mannschaft, spielt eine sehr gute taktische Mannschaft und ist schwer zum spielen, zum Tor machen gegen Hertha. Ist eine sehr, sehr gute Zweikampfmannschaft. Ja, Papa, ihr habt zum ersten Mal in dieser Saison die Möglichkeit, 4 Spiele hintereinander zu gewinnen. Was macht dich optimistisch, dass das auch funktioniert? Ja, ich habe gesagt, dass jetzt, die letzten Monate, die Mannschaft spielt sehr gut. Wir sind in einer guten Form. Wir haben auch 3, 4, 5 Spieler, das Spiel viel besser. Und das helfen die Mannschaft. Und auch wir sind sehr gut vorne. So, wir machen immer. Wir lassen das Spiel gegen Benfica oder Darmstadt. Die anderen Spiele, wir haben sehr gut gemacht. Viele Tore. Aber wir müssen weiter so. Aber ihr seid, dadurch kriegt man ja auch selbst, bekommt man ja auch Selbstvertrauen. Ja. Und man macht vielleicht auch mal Dinge, die man, wenn es nicht so gut läuft, nicht macht. Ja, so, wenn du immer gewinnst, auch, hast du auch Vertrauen danach und ist besser. Du schleppst ja jetzt schon seit der Rückrunde 4 gelbe Karten mit dir rum. Ja. Belastet dich das? Nein. Wenn es so ist, dann ist es so. Wir haben noch viele Spiele. Also ich glaube, dass eine gelbe kommt. Irgendwann? Ja. Und du bist ja immer sehr fair. Nein, ja. In der Regel bist du fair, aber manchmal musst du aber einfach auch dazwischen hauen. Das ist ja. Das ist ja deshalb, bist du ja unser Papa. Mhm. Von Sperren ist zum Glück bei Borussia im Moment keiner betroffen. Wie es sonst personell aussieht vor dem Topspiel in Berlin, das schauen wir uns jetzt noch einmal in unserer Teambesprechung an. Der Einzug ins Viertelfinale der Champions League ist geschafft. Jetzt richtet sich der Blick auf Berlin. Für die Sieger vom Mittwoch ist Regeneration angesagt. Der Rest der Mannschaft voll im Einsatz. Erstmals wieder mit am Ball ist Sven Bender. Thomas Tuchel hat aktuell mehr Alternativen zur Verfügung. Bei 3 Spielen in 7 Tagen wird es Wechsel geben. Wahrscheinlich schon am Samstag in Berlin. Dort soll der 4. Ligasieg in Serie her. Das wäre ein Novum in dieser Saison. Ja, Papa, jetzt geht's wirklich Schlag auf Schlag. Ein Spiel jagt das nächste. Ja. Wie wichtig ist das im Moment, einen breit aufgestellten Kader, einen großen Kader zu haben und vor allen Dingen mit fitten Spielern? Ist wichtig, weil wir haben jedes 3 Tage Spiel. Also wenn vielleicht ich kann nicht spielen, wir haben noch 1, 2 Spieler. Das ist immer
für in Top Fitness für das Spiel, die für machen dieses Spiel, ne? Wobei dich kann man nicht so richtig ersetzen. Ah. Ja, Papa, jetzt sind wir fast durch. Es gibt ja jetzt noch Tor oder nicht Tor. Der Zweikampf Nobby gegen Papa. Ja. Eine Frage vorweg. Magst du Oliven? Ja. Was sind denn die besten Oliven? Von Kalamata. Kalamata? Ja, von meiner Stadt. Von deiner Stadt? Ja. Meinst du die? Sehr gut. Ja. Das Glück. Kalamata. Oliven. Haben wir dir geil mitgebracht. Wir spielen darum. Noch ja ist es nicht dir. Wir essen zusammen. Genau das ja machen wir. Wir essen zusammen. Tor oder nicht Tor? Nobby oder Papa? Wer wird der Sieger sein? Ich bin gespannt. So. Ja, die Spiele gegen Hertha in diesem Jahr sind geprägt von Elfmetern. Deshalb geht es heute um Elfmeter von Borussia Dortmund in der Bundesliga-Geschichte. Tor oder kein Tor? Puh! Manni Burgsmüller. Oh. Der hat die meisten Tore für Borussia Dortmund erzielt. Möchtest du anfangen oder nein, soll ich anfangen? Ich soll anfangen? Ja. Manni macht einen rein. Tor. Ja. Den hast du von der Linie gekratzt. 1-1. Soll ich oder du? Ich jetzt. Okay. Papa, die Sendung darf nicht 2 Stunden dauern. Kein Tor. Dann muss ich Tor sagen. Ja! 2-1 für mich. Kein Tor. Ich glaube, dass du recht hast. Ich muss aber dann Tor sagen. Aber warum? Weil ich sonst verloren habe. Und? Ich verliere nicht so gerne. Jetzt bin ich gespannt. Ausgleich. Ich bin so stolz. 2-2, Papa. Natürlich kriegt Papa die Oliven, ist doch logisch, Papa. Danke. Komm mal. Wir essen sie zusammen. Ja. Wir machen ein Abendessen nur mit ja Oliven. Nur mit Oliven und Brot. Brot und ja, Oliven. Wein. Wein auch. Wein. So, ich mache jetzt so. Genau, du darfst alles. Das hast du dir in 4 Jahren erarbeitet, Papa. Du kannst unterschreiben, wo du willst. Hier. Nein, in der Mitte. Ich spiele in der Mitte, also in der Mitte. So. Super, vielen Dank. Vielen Dank. Dieses auch wunderbare Bild kriegt ja unsere Stiftung. Ja. Das war's heute von unserem Feiertagsmagazin. Drückt unseren Jungs die Daumen. Und dir, lieber Papa, nochmal vielen Dank, dass du gekommen bist. Vielen Dank. Es ist immer auch wieder ein Genuss, mit sehr dir gut zusammen zu sein und deine positive Ausstrahlung danke zu genießen. Danke. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Wir sehen uns bald wieder.